Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Und ich habe gerade mal versucht, ein bisschen auf seiner Motorhaube da zu reiten. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber ja, egal. Wie dem auch sei. Ich habe mir für die heutige Folge mal überlegt, dass wir bei Maury die erste Mission machen werden. Oder vielleicht auch die ersten Missionen. Wer weiß, wie viele wir schaffen. Denn wir haben jetzt noch nur eine Nebenmission zu erfüllen in diesem Spiel. In der letzten Folge haben wir die 50 Möwen erledigt. Was es dazu geführt hat, dass wir jetzt 68,7% haben. Und ich dachte mir, dass wir jetzt bei Maury weitermachen, weil wir dort irgendwie wohl die letzte Nebenmission freischalten, was ja die Triathlons sind. Und deswegen denke ich, ist es naheliegend, dass ich jetzt erstmal hier weitermachen möchte, weil ich will die letzten Nebenmissionen dann doch irgendwann mal abschließen. Sodass wir uns dann nur noch auf die Story konzentrieren können. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal hin. Kibbutz Number One. Oh, hey, Lou! It's Luis. Yeah, whatever. Come here, give me some love right here. So what'd you want? Tony said you needed a favor. Well, I look like a charity case to you. Can I plead the fifth on that one? Ah, that's funny. You're funny. Yeah, you're fucking funny. Funny for a guy with all those pecs. But you got the lats of a little girl, and man, you need calf implants. Look at you. And, you know, I'm guessing just from looking at you, you ain't exactly packing a 10-inch hose, man. Me? I make girls wince. Wince. Oh. Just to level with you for a minute, bro. Tony owes you money. Tony's my boss and my friend. So I'll help you out a little. But if you mention my hose again, I'll put you in the fucking ground. Jesus Christ, man. You're pent up. Come on. I didn't mean anything by it. I apologize. All right, look. Let's rewind. We'll restart. We'll relax. Huh? Come here, page one. Give me a hug. Huh? Give me a hug. That's it. Now, where were we? Oh, well, if it isn't my brother the ghost. Maury, what are you doing here, bro? And who's this guy? It's Lou. It's Luis. Right. Well, it's nice to see you too, little brother. Jesus, you look pale. What, somebody die? Unfortunately not, man. What are you doing here, Maury? I am thinking about moving back home. You see, I've been hearing some stories about you getting somewhat, above yourself. And I'm worried about you. Well, don't worry about me, man. I'm fine, okay? I'm gonna be just fucking fine. Jesus, who is training you? Man ought to be horsewhipped. Look at you. You're lumpy. Oh. You're like a awful, like a big pale mess. And you're fat, bro. You're fat. Screw you, Maury, man. You're perfect? Yeah. Chiseled, tan, handsome. I'm the dream ticket. Yeah, Mom always warned me that you were a lazy kid. I bet you've been juicing. Of course I haven't. Ugh. No. Yeah, I smell it on you. Fear. But I'm back now, baby B. I'm back. Oh. And your life just got fun again. Come on, Lou. Let's roll. Oh, and Fat Boy, you better let your friends know about me, because Kibbutz Number One, he's back in town. And this time, dun 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 dun, it's kosher. See ya. Wouldn't want to be ya, fag. Head on up the Bohan, will ya? Gib dich zu den Dogs. Ah, der Typ lebt den Fitnesswahn ja wirklich aus, aber da habt ihr mich ja schon vorgewarnt. What you need done, Maury? We got some very intense shit to handle. Yeah, I'm hoping you mean you got some boxes for me. Something like that. That's about as intense as I'm willing to get for you. Wow! That's incredible! He looks like a man, but he talks like a pussy. Maury, man, you're a business guy, so you should stick to your business shit. Don't get involved in stuff that's out of your league because of some small man syndrome that makes you overcompensate. Whoa, there's nothing small about what I got going on, Lopez. So you need me to take out the monster? I'll whap that shit on a dashboard and see what you think of it. Yo, you'll think it suddenly got dark in here. I'm talking serious block the sun shit. Oh, nah. They just don't hold me responsible for your inadequacy issues after that. Uh-oh.
Whoa, don't take nothing out, bro. Keep it to yourself. Keep the monster away from me. And listen to what I'm saying. This shit comes from the heart, okay? I don't want to see you getting in over your head. For a man of your height, it's gotta be easy to do. Whoa, whoa, slow up, dog. I think you're mistaken in your impression of me. I look like a civilian to you. You look like a lot of things, bro. A lot of neurosis in one tiny package. Kind of like an army knife without the edge. You think because of my lumpy little brother that I don't swing on the dark side? Hey, I never said you weren't a swinger, man. Come to think of it, I might have seen you on one of them west sites. All right, enough with the jokes. Look, I done 3 years Israeli military. I seen shit you wouldn't even believe. Yeah, I done 3 years helping to run Hercules. I seen shit you wouldn't believe. Hey, how many guys got the juice to get into some foreign legion shit when they're 18? You were probably still sucking on your mama's titty at that age. I was doing time, bro. And leave my mama out of it. Things I saw over there were insane, dog. Insane! I'd tell you about it, but then I'd have to kill you right here. I could do it, too, with my bare hands. Wouldn't even think twice about it. But I won't, Lou. I won't, because I like you. And special forces don't even begin to describe my shit. Special sounds about right to me. Look, I came back here after the service, and I changed, man. I changed. You think it's easy sitting down at Econ 101 when you've been icing fools? I wouldn't know, bro. Still got my 4.0, though, didn't I? Go, give it up, right here. Yeah, good for you, bro. You want to send me a resume so we can skip all this personal history crap? No, I want you to understand, Luis, that I got the brain and the brawn, the meat and potatoes. MBA plus IDF equals do not fuck with this bitch. I got it all, brother. I can handle anything. Yeah, okay, fine, whatever. Remind me what we're doing now? We are paying a visit to some of my old, business associates. We're gonna take over their operation. Clear those fucks out. Perfect. Just perfect. Another fucking war. Fuck yeah! Ah, okay. Jetzt wissen wir also, warum wir hier sind. Wir müssen die wahrscheinlich so ein bisschen aufmischen, aber ich jetzt, wenn ich das so richtig entnommen habe jetzt aus dem Dialog. Okay, geh runter zu den Docks. Ich bin ja noch gut ausgestattet. Gehen wir mal da runter. Kommst du, oder? Also jetzt, nach all dem, was du jetzt so erzählt hast, erwarte ich einiges von dir. Meine Erwartungshaltung ist sehr hoch gegenüber dir. Okay. Hey, you! What the fuck are you doing here, Maury? Oi, vey, motherfuckers! Dude, we told you, we ain't in business with you no more. You're a rip-off merchant. No more cooperation, my friends. It's hostile takeover time. Hand it over. Fuck you, Maury, you midget prick. You ripped us off for the last time. Let's get these fuckers! Warum hat er jetzt eine Pistole ausgewählt? Ich hab doch gerade extra diese Waffe hier genommen. Na egal. Mischen wir sie mal ein bisschen auf. Ja, warte. Warte. Wo ist der? Da. Ist er down? Habe ich ihn erwischt? Bam! Okay. Weiter geht's. Ja, oh, du bist echt ein heißer Kerl. Du bist echt ein Hecht. Du bist ein heißer Hecht, bist du, Maury. Frage ich mich gerade auch, was das hier für eine Pyro-Show ist von ihm. Er denkt, er könnte. Er macht hier ein Lumanda-Cosplay oder sowas. Okay, das war's. Haben wir hier nochmal eine Schutzweste oder sowas? Wäre ganz nett, wenn ich die mal erneuern könnte, aber. Ja, dann muss es halt so gehen. Egal. Oh, noch eine Bootsfahrt. Verfolge die Boote und zerstöre sie. Ich verfolge die Boote. Ah,
Okay, zwei noch. Okay, ist das hier schon so eine Art Triathlon, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, bei welcher Mission wir den freischalten. Oh, ich glaube, der hat nicht gesessen. Noch mal ein bisschen näher ran. Der wehrt sich ja nicht mal. So, gute Nacht, mein Freund. Hau ab. Los, weg von uns. Okay, bringen wir ihn mal zu den Docks. Ja, der ist so ein bisschen wie Brucey, nur noch ein Ticken verrückter. Aber das habt ihr mir ja auch geschrieben. Imagination isn't your strong suit, Luis. Let's leave the logistics to me, huh? Hey, I'm more than happy to leave everything to you, Maury. In fact, I don't want to be no part of any of this shit. Correct me if I'm wrong, but you and Tony are business partners, aren't you? Sure. Well, I own Tony. Ergo, I own your ass as well. Get used to it. Hey, no one owes me, bro. Ooh, I beg to differ. Das will ich aber auch mal meinen, dass wir ihm... Also... Die gehören definitiv nicht Maury. Ach, da. Da müssen wir hin. So, dann ist es das wahrscheinlich schon gewesen, oder? Here we go, bro. You're gonna get out of my face now. Woo! Sure I am, sure. Hey, you did great. I'm feeling real bullish about you, Lou. Real fucking bullish. Good to know. Hey, you come by soon. We got some more shit to discuss. Ja, ganz sicherlich. 100% wird's nicht sein. Nö, aber ist auch nicht so wichtig. So. Dann würde ich mal sagen, dass wir doch einfach noch eine weitere Mission bei ihm machen, wenn wir das können. Ja, wir können auch eine weitere Mission machen, dann machen wir das doch einfach. Deswegen werde ich jetzt mir jetzt mal ein Taxi genehmigen. Ich denke mal, das ist okay für euch, weil dann können wir umso schneller weitermachen. Ey, halt mal an da. Ich will ins Taxi einsteigen. Gut, dass du eine Sonnenbrille auf hast in der Dunkelheit. Das ist sehr sinnvoll. So, Maury. Weiter geht's bei ihm. Okay, es war scheinbar nicht der Triathlon, weil sonst hätten wir jetzt dann natürlich schon mal... Dann hätte das Spiel uns das gezeigt, dass wir das machen können jetzt nebenbei, wenn wir wollen. Naja, okay, ich bin gespannt. Weiter geht's. This ain't checkers. Hey, Lou, come on in. Hang on one second. Checkmate. See ya! Little thicko never went to college. I never got into an Ivy League school. I got into two! Yeah! Come on, let's get out of here. Es ist... Ja, okay. Steig in den Wagen. Get us to the heliport near Fish Market South. Zum Helikopter-Landeplatz. Was sollen wir da denn jetzt machen? So, I got a proposition for you, Louis. It's Louis, bro. It'll be little Louis if I want it to be. You still owe me money, so you're still my bitch. Man, Tony, you owe me, bro. Making me hang out with this jackass. Now listen to me. I got a wager. I ain't having no monster measuring contest, bro. I keep telling you I ain't into that creepy shit. No! My jackhammer would crush the shit out of you, bitch! No. I'm talking a fair bet. Calculated risk. What's on the line then, you terrifyingly insecure midget? Well, how about everything Tony owes me? And I promise to get out of your life if you win. Yeah, that sounds too good to be true, bro. What happens if I lose? I get everything. You're rolling with me full-time, hombre. Buddies for life. All or nothing, eh? Heavenly peace or a lifetime of being tortured by some hellish imp? Shit is tough. Calculated risk. What are you gonna do? Okay, so what are we betting on? It's a race, you fucking pussy. All around the city, only for serious high roller cats.
choppers, boats, cars, and everything in between. So all I gotta do is win that, and you out of our lives? In theory, yes. But that ain't gonna happen, dog. Cause I never lost at nothing in my whole life. Maybe that's because I had a brother as pathetic as Little B. Or maybe it is because I am the S-H-I-T, bitch. Yeah, you shit, all right. Now, if you do win, which you won't, you just gotta help me with one more thing. And then all your contractual obligations are released. Hey, here's to that. Na okay, also das hört sich jetzt eher nach der Mission an, wo wir die Triathlons freischalten. Beziehungsweise dann werden wir hier einen Triathlon jetzt gleich absolvieren. Dann werden wir erstmal rangeführt und dann können wir es als Nebenmission fortsetzen. Aber ja, wir gucken einfach mal, würde ich sagen. This is where the shit kicks off. Hey, we're gonna give a head start to those on the 4 feet? You have all been provided parachutes, boats, and cars. You will be airlifted to the start where you will race from one vehicle to the next. The first person to make it to the finish and middle part is the winner. Are you ready? Fuck yeah! Hey, I'm racing an orange midget. Why wouldn't I be ready? 3, 2, 1, go! Ach du Kacke. Steig in ein Boot. Ja, warum zündet ihr denn jetzt alle schon den Fallschirm? Voll unnötig. Wo ist denn hier überhaupt irgendwo ein Boot? Oh. Sind die da? Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Adrenalin-Junkie, das wollte ich ja schon irgendwie mal haben, aber... Scheiße, ich hätte da hinten landen müssen, ne? Ja, ich glaube, das kann ich vergessen. Aber die sind ja noch gar nicht gelandet. Also ich hab noch eine Chance, würde ich sagen. Aber gut, jetzt weiß ich fürs nächste Mal, dass ich da drüben landen muss. Da war auch irgendwie ein M auf der Karte, aber ich wusste nicht, ob es da ist, wo ich hin soll. Ich hatte erst gedacht, das ist vielleicht da, wo sich Maury gerade befindet. Aber okay. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Ja, das bringt nicht wirklich viel. Jetzt muss ich auch noch auf die Leiter. Leute! Willst du bitte auf die Leiter gehen? Ich weiß, aber ich... Beeil dich doch! Aber hier ist noch irgendwo ein Boot sein, oder? Hä? Egal, die Mission ist fail. Ich mach sie einfach nochmal. Ja, ich weiß. Es war nicht so gut. Ja, komm jetzt einfach. Ach, da hinten. Ja, da ist es ja sogar markiert. Wie weit ist denn das Boot weg? Aber zumindest habe ich den Adrenalin-Junkie bekommen. Ja, das ist ja auch was wert. Ich habe das Achievement bekommen. Ah, da sind sie doch da unten, die Boote. Ja, jetzt weiß ich auch, wo ich da hin muss. Okay, alles klar. Das ist ja dann auch nicht das Thema. Die sind ja echt langsam, die anderen. Ich steige jetzt in irgendein Boot. Ich nehme, glaube ich, das hier vorne direkt. Ich lande sogar direkt im Boot. Easy. Ja, ich bin sogar schon im Boot. Bam. Und los geht's. Auf geht die Fahrt, Leute. Die sind noch nicht mal gelandet, die anderen. Jetzt können wir uns einen schönen Vorsprung rausfahren. Bevor es dann an Land geht, wahrscheinlich. Oh, da kommen sie aber schon. Er fährt eine andere Route als wir? Sind das Minen? Meine Fresse! Das Boot ist aber auch ein bisschen... Ah, da kommen sie! Oh nein! Ah, sie sind weit weg. Wir haben einen guten Vorsprung und sowas. Es ist alles in Ordnung. Ich frage mich ja auch, wann wir die letzte Mission bei Yusuf machen können. Weil das, ihr hattet mir das ja auch in die Kommentare geschrieben. Ich hatte es auch selber nachgelesen, nachdem ich die Möwen gemacht habe. Dass man da ja noch diesen Panzer bekommen kann, der dann auf der Baustelle ist, nachdem man die Möwen gemacht hat. Aber nur, wenn man die letzte Mission bei Yusuf gemacht hat.
Also, ich frage mich, wann wir da die letzte Mission machen können. Aber dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich erstmal die Triathlons machen. 3 Stück soll es an der Zahl geben. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder 3 Punkte auf der Karte, nehme ich an. Und gut, dass die Seile keine Hitbox hier haben gerade. Sehr nett vom Spiel. Ich finde auch wieder, dass es Nacht ist, finde ich gerade auch wieder perfekt eigentlich. Also ich muss sagen, in Liberty City bin ich lieber nachts unterwegs, zumindest in GTA 4. Am Tag ist es mir irgendwie doch zu, weiß ich nicht. Also ich mag es in der Nacht einfach mehr. Ich weiß nicht, wie das euch geht dabei, aber ich finde das in der Nacht hier sehr schick. So, die sind weit und breit nicht in Sichtweite, die Gegner, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Also allein am Anfang kann man sich schon so einen Vorsprung rausarbeiten, allein nur durch das Fallschirmspringen, weil die einfach viel zu früh den Fallschirm zünden. Ja gut, ich habe den sehr spät gezündet. Beziehungsweise eben ja nicht, aber beim ersten Versuch halt, wo ich nicht wusste, wo die Boote sind. Beziehungsweise ich habe halt einfach nicht auf die Karte geguckt. Naja, ist ja auch egal. Man hat ja hier zum Glück diese Wiederholungsfunktion, die einem das ja auch ein bisschen angenehmer macht. Und teilweise finde ich die Checkpoints hier zu großzügig gesetzt, also manchmal wirklich. Deswegen braucht man sich hier bei einem Fail eigentlich auch nicht aufzuregen, was ich doch gerne mal immer mal wieder mache, aber im Endeffekt ist ein Fail nicht schlimm hier, weil man sowieso wieder... man wird sowieso nicht weit zurückgesetzt. Ist... So. Kommst du hoch? Hallo? Oh, welchen nehmen wir denn jetzt hier? Ich glaube, ich nehme den hier. Och, die sind auch noch nicht mal an Land. Hell yeah. Los geht's, Leute. Was ist das für eine Anzeige da? Stand da gerade irgendwas für mich? Irgendwas Wichtiges für mich? Das sieht aus wie eine Nitro-Anzeige oder sowas. Ah, Feststelltaste, um Nitro zu aktivieren. Soll ich das mal machen, Leute? Ich habe irgendwie Angst, wenn ich das aktiviere, dass ich irgendwo in irgendeinem Gebäude lande. Aber man muss es eigentlich mal ausprobieren, ne? Aber wenn dann auf einer Geraden. Nicht jetzt einfach so hier. Okay. Holy shit, Mann! Das gab's bei The Lost Adapt noch nicht. Und in GTA 4 auch nicht. Oh yeah. Das ist ja nur ein kurzer Schub, also. Und es füllt sich sogar wieder auf. Das ist ja wie bei Need for Speed hier. Oh yeah. Das macht aber Spaß. Das aber nicht. Komm schon. Okay, wir müssen einen gewissen Speed erreicht haben, um Nitro nutzen zu können. Ich dachte, ich nutze das jetzt gerade mal so, wo ich ein bisschen... Ja, über das Ziel hinausgeschossen bin, die Kurve nicht bekommen habe. Oh, das funktioniert nicht. Aber gut, das sieht doch gut aus. Und jetzt mit Turbo ins Ziel. Wo sind unsere Fans? Ja, nirgendwo. Ouch, man. That's gotta be an expensive race for you. Bullshit, man. Someone must have sabotaged me or something. No, shit, no. I wanted to lose. You think Tony's cash means shit to me? I got other investments. Yeah, good for you, Tiny. So, we gotta see each other again? I told you, Louie. One more job. I got some cars to procure, and you're gonna help me. Come by Brucey's and we'll hit it. Yeah, all right, bro. I gave my word. Ach ja. 86%. Begib dich zum Rennflaggensymbol, um an Rennen mit Fahrzeugwechsel teilzunehmen. Auch Triathlons genannt, aber okay. Wo sind die denn? Seht ihr hier irgendwo eine Rennflagge? Ich jetzt gerade noch nicht. Kommt wahrscheinlich jetzt erst. $1000, wow ey. Das macht sich direkt bemerkbar auf unserem Konto. Ah, okay, hier. Da ist ein Triathlon, 3 Stück. Ja, dann wisst ihr, was wir in der nächsten Folge machen.
Für die Folge soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.